Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Montagmorgen. Oh, ich glaube, der 10.7. glaube ich, haben wir. Haben wir den 10.7.? Tatsächlich. 10.6. Sorry. 10.6. nicht 10.7. Juni haben wir ja erst. Ich habe jetzt gerade noch ein paar Paletten geladen. 8 Stück. 8 Stück, Alter. Und jetzt fahre ich wieder runter an die Windräder. Wir werden heute die Teile vom Gittermast gefahren. Ja, schauen wir mal, die sollen, ich glaube, 11 Tonnen schwer und 12 Meter, ich glaube 12 Meter lang sein. Darum die Paletten, die ziehen Meter aus, legt die dann vorne an der Hals und hinten dann auf die Achse quasi. Ja, ich zeige es euch später. Mein Tiefbett ist 6,30 Meter lang und die drei Achsen hinten 5 Meter, so viel, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich schon lange nicht mehr gemessen. Ja, und dann lege ich die halt einmal quer drüber. Das Problem ist, die sind 3 Meter breit und wenn ich das hinten drüber lege, dann habe ich die rot-weißen Schilder nicht mehr. Anzeigen, dass ich überbreit bin. Das ist halt das Problem dabei. Schauen wir mal. Wird schon tief gehen. Wie gesagt, gute, die sind nicht so schwer. Ich kann mit 4 Gurten, da musste ich heute Morgen habe ich noch mal geguckt, ob ich überhaupt noch 4 Gurte habe. Ja, Gurte sind was, die brauche ich eigentlich nie. Und da leiste da mal einen aus und da mal einen aus, wo du nicht mehr zurückkriegst. Oder ja, sorry, ich stehe ein bisschen tief. Oder irgendeiner geht halt mal kaputt. Wenn du irgendwas drauf stellst. Ja, aber ich habe noch 4 Stück, 5 Stück sogar. So, ja, da sind wir auch schon. Ja gut, wie? So gut wie.
was sehen würde, ne? Wenn ich jetzt was sehen würde. So. Windräder stehen alle, okay. Drüber gelegt, Alter. Was haben sie da jetzt drüber gelegt? Ah, die haben am Wochenende haben sie das Trägergerät gefahren. Noch höher gemacht. Gucken, ob wir da drüber kommen. Das ist mal richtig. Blöder Kerl. Komm ich hier nicht rüber. Moment. Kannst du wieder 7 Meter ausheben. Bitte dann, die Kuppe wird ja noch höher. Und du nimmst ja ein klein bisschen Schwung mit hier raus. Ja, und durch das Holz musst du halt jetzt langsam machen. Und wenn ich jetzt bin ich von oben runter gefahren, ja, wenn ich jetzt von unten hochkomme und die Kante höher ist, hoffentlich setze ich nicht auf vorne. An dich habe ich gar nicht mehr gedacht. Wenn ich ausziehe, muss ich jetzt mal gucken, ob ich das. Alter! Sorry, ich drehe gerade durch. Geht schon super los heute Morgen. Nicht ich, sondern das Auto. Ich auch gleich. Mal gucken, ob ich ausziehe. Ich werde jetzt nochmal nachmessen. Wie gesagt, Tiefbett. Von Hals bis die Hinterkante vor die erste Achse ist 6,30 Meter. Und
aus werde ich auch gute 5 Meter haben. Alter. So, was steht denn hier? Steht ein LKW, ne? Zwei Stück, okay. Der hat noch die Raupenfahrwerke geladen. Das ist ein Fahrwerk, ja. Gehabt am Wochenende. Es ist grausam. Ah ja, so. Bleib hier mal stehen. Warten, bis die Kollegen kommen. Oh, mein Schild ist gerade abgefallen. Mal immer fest. Halt einfach mal hochgucken. Keiner kann mir irgendwas sagen. Ich weiß, dass die Teile jetzt 12 Meter lang sind. Ja, hat mir vorhin was gesagt, dass wir erst die Raube jetzt zusammenbauen und dann doch erst noch Kontergewichte fahren. Ja. Ich habe nicht wirklich Plan. Ich fahre jetzt einfach mal davor. Da habe ich jetzt auch noch mal gemessen. Ich habe 11, also Tiefbett vom Hals bis hin sind knapp 11 Meter. Vorne vom Hals bis ans Tiefladerende. So. Knapp 11. Mal gucken, da kommt ein Auto gefahren. Sieht er mich? Der sieht mich nicht, ne? Warte kurz. Sei so gut. Danke. Wieder zurück, jawohl. Bleib da über links stehen. Okay, mach das. Welcher?
Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, kann ich schon hoch, kann ich nicht hoch? Steht da oben was? Kommt noch ein Auto. Da wird wahrscheinlich hier Nebel rein wollen, oder? Oh gut, nee, ich hab jetzt, fahr jetzt einfach mal hochgucken, wenn ich halt nicht, dann fahre ich halt wieder runter. Wie gesagt, die werden jetzt erst den Kran quasi zusammenbauen. Oder was? Nein, genau. Wenn nicht, warte ich halt hier. Was soll ich machen? Irgendjemand QRV? Ist da oben am Kran Platz? Wird schon schief gehen. Leise gedreht habe ich auch nicht. Wie gesagt, normalerweise sind es hier gerade mal, wenn wir hier durchfahren würden, etwa 400 Meter und dann ist man oben an dieser Kreuzung, wo es von der asphaltierten Straße runtergeht in den Schotterweg. Ja, alles gut. Ich habe noch keinen Streich gearbeitet. Ne? Gut, ich habe mir die, wenn man das als Arbeit sehen darf, ich habe die Paletten drauf, aber sonst nichts. Sonst habe ich noch nichts gearbeitet. Nicht, wenn das Trägergerät, wenn der Träger weg ist, könnte auch normalerweise so sein, dass man hier oben jetzt drehen könnte. Der Kollege mit den 7 Achsen, ach, der steht hier drin, oder? Ich glaube, der steht hier drin. Das richtig sehe, steht er hier drin. Lauf mal kurz gucken, ob da hier ein Platz ist. Da kann er noch stehen bleiben ohne. Ah, egal. Kann hier neben dran fahren. Der Kollege hat gesagt, der fährt noch ein Stück Richtung Kran. Der steht hier hinten rechts jetzt. Kann einfach Kerzen gerade zurückschieben. Das ist ja schon
schon am Fahren. Er ist schon am Fahren, ne? Da lasse ich immer ein bisschen Luft. Ja, ich weiß das ja auch nicht, man hätte können. Ich meine, wir haben ja auch größere Tieflader, ja. Das hätte man können dann irgendwie sagen. Das hier ist übrigens die alte Windradnabe. Windradnaben werden getauscht. Daran hängen die Windräder. Gut. Fahrwerk. Also ich habe jetzt das Seil geladen, es wiegt 7,5 Tonnen. Und die raus. Die fahren nicht raus, okay. Und hab zwei Dritte, weiß es nicht genau, von jeweils 5 Tonnen. Also so zur Halterung mit Dritte obendrauf. Ja, muss jetzt aber vorne auf die Seite fahren, weil der Kollege, der vorne stand am Camper, der hat sich alles weggerissen. Und das ist das, was ich vorhin gesagt hatte, rein zu Fuß geht es vielleicht noch besser, weil du fährst dann von diesen Baggermatratzen, von dem Holz, das da liegt, fährst da runter. Oh, also fährst da runter, ja, und wenn du dann aber hoch fährst, dann hast du diese Kante von dem Holz vorne. Wie gesagt, der Kollege hat sich sämtliche Luftleitungen weggerissen dort. Geht nichts. Soll ich vorne hinstellen und soll warten. Ich laufe jetzt mal davor und guck mal, ich habe keinen Bock hier zu stehen die ganze Zeit. Das geht mir überhaupt nicht ab. Das Windrad macht schon Welle. So, das ist meine Ladung hier. Kommen Autos drin? Wenn Autos drin fahren, kann doch ich rausfahren. Lad mal davor. Was soll ich machen sonst? Also der Kollege fährt gerade runter mit dem Teleskoplader. Hey, da ist er. Ich darf noch nicht fahren. Ich soll warten. Oh, wenn sie soweit sind, und dann soll er mal gucken kommen. Und der Auftraggeber, der die Windräder betreibt, der muss grünes
grünes Licht geben, weil der auch den Weg irgendwie gemacht hat. Weiß der Geier. Also, Gott sei Dank habe ich den Kühlschrank voll. Sorry. Laufe ich halt wieder zurück, was soll's. Na, hab sonst gerade nichts zu tun. Gut, man weiß halt auch nicht, wie alt der schon ist. Damals war das vielleicht noch nicht so. Wäre, wir würden, wenn mein Chef bei seinem Freund in Seppach oben anrufen würde, ja, und der uns für die ein, zwei Tage so einen Ballasttrailer einfach zur Verfügung stellt. Oder mehr Achsen, keine Ahnung. Ja, ich weiß. Es liegt dann wieder an der Genehmigung. Darum wird es auch nicht gehen. Ich habe ja gar nichts dafür. Gut, könnte auch der Kollege fahren. Dann mit der Dreiachszugmaschine. Der hat sowieso einen stärkeren Motor wie ich. Kann dann auch ein bisschen mehr laden. So, wie gesagt, hier, wenn wir den Feldweg oben von der Verladestelle, wenn wir den, wo wir dann links abbiegen, wenn du den geradeaus durchfahren würdest, dann würdest du hier hochkommen. Was ich natürlich auch verstehen kann, dass die Anwohner hier, dass die das halt nicht wollen. Alles gut. Kann ich absolut verstehen. Mal gucken, ob einer da ist, der mich jetzt ablädt. Noch mal eine Stunde warte oder so, ist mir auch eigentlich egal. Ich mache das jetzt einfach so. Also der 7-Achse wäre vorhin, unser Kran steht wohl in der Mitte. Der Kollege mit den 7-Achsen wäre wohl um unseren Kran gefahren vorhin. Das wäre ohne Probleme gegangen. Ab durch die Hecke. Ach ja, gucken wir gleich mal. Da wo das Windrad steht. Oder ist das schon wieder verdreht? Erste, zweite? Ne, das muss hier sein. Da laden wir. Ja genau. Da hat man letzte. Am Freitag, als wir hier noch den Kran rausgucken gesehen. Scheint, als gibt es gleich Regen, ne? Das wäre gar nicht gut. Und dann hast du morgen wieder genau dieselbe. Rauskommst. Da haben die Pole hergefahren, okay. Also der Kran steht noch.
Auto ist auch hier. Schauen wir mal. Boah, könnte noch mal passen, dass ich hier rumfahre. Ja, da muss aber der Kran muss weiter zurück oder weg. Wobei, die werden das gleich anbauen wollen. Brutal, oder? Ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber sind hier fertig bei der letzten Tour wieder. Also von Ankunft hier vorne an dem Platz, wo wir immer warten, bis ich jetzt leer habe, es ist 18.25 Uhr, ja, fast 2 Stunden wieder gedauert. Wie gesagt, wir sind fertig, wir müssen morgen nicht mehr kommen, jetzt muss jeder Kran muss auch für jeden Hub, heißt er baut auf, hebt den Gittermast runter, das Stück und baut ab. Dann kann der nächste LKW rein, kann wieder drehen. Dasselbe Spiel wieder. Erst hieß es, wir sollen morgen auch noch mal dabei sein, aber das bis der eine Gittermast quasi oder der eine LKW leer ist, ist der nächste schon wieder da. Also fahren sie morgen noch die acht Stück oder zehn Stück alleine. Was ich morgen mache, weiß ich nicht. Ein Kollege ist jetzt noch mal fortgefahren, in den Baggerladen. Sorry, die arme Sau. War auch halt nicht geplant, ja, dass wir jetzt hier, er ist jetzt gut, ich habe ihn dann bei der letzten Tour habe ich ihn dann vorgelassen, dass er wegkommt. Und ja, sind wir ja nicht eingeplant für morgen. Ja, jetzt denke ich, morgen wird auch ein sehr ruhiger Tag werden. Vielleicht kann ich ja mal ein bisschen Keeper fahren. Würde ich auch machen, hätte ich auch nichts dagegen. Hallo, Mittwochmorgen. Ich habe mal wieder den Bagger geladen. Windkraft. Steht die Klappe auf. Ab am Bagger auf. Moment. Geht's aber. So, nochmal. Also, ich habe mal wieder einen Bagger geladen. 926 kompakt. Geht raus nach Mannheim, Spinelli Barracks. Morgen habe ich die ganze Couche, quasi die Paletten und so ein Kram, habe ich abgeladen. Dann habe ich das Tiefbett zusammengeschoben und jetzt
brauche aber einen. Punkt, 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 Verlängerung. Ja. Da habe ich den Bagger geladen, der war in der Werkstatt und der geht jetzt raus. Nummer 69 ist noch nicht sicher. Wenn wir den fahren, kann sein, dass wir den erst in einigen Wochen fahren, weil der Baggerfahrer hat jetzt das nächste Woche noch da. Und hat dann aber mehrere Wochen Urlaub. Vorwirrbagger. Na, KMC hat noch nicht begonnen. KMC steht immer noch. Sich hochheben. Alle Fälle ein bisschen zu mir lenken. Nö, muss nicht hochheben. Gut. Der KMC steht immer noch, hat immer noch den kurzen Arm dran. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die ganze Bagger hinstellen soll. Ist alles weg, ne? Da ist überall nur noch Sand. Fahre rückwärts da hin. Stell mich daneben hin. Oder ist da vorne dran noch Platz? Ne, da liegt der Beton. Zu dir? Okay. Der Baggerfahrer ist da.
habe ich Lehe. Jetzt fahre ich Richtung Heimat kommen. Wahrscheinlich fahre ich runter nach Imsweiler an den Tunnel. Wahrscheinlich. Und hol dort die Long Reach. Weiß nicht, wo der hin soll, ob der hierher soll oder anderes Baustelle, keine Ahnung. Seite. Hier eine Walze. Fahr die raus nach Mannheim ins Traktorwerk. Die Traktor. Gucken, was mir noch eine, was für eine Walze noch da steht. Da müsste noch hin, müsste noch eine stehen, ne? Nee. Doch, steht noch eine. Eine steht noch, die nehme ich mit, falls sie anläuft.
Es tut mir wirklich leid, aber außer den Bagger von heute Morgen und diese und die Walze und die paar Tage, die zwei Tage Windkraft, ich kann euch leider nicht mehr zeigen. Ich hab nicht mehr. Heute ist auch nicht viel, es ist jetzt 14 Uhr, ich soll nach Hause kommen. Wahrscheinlich Feierabend machen. Ich werde mal auf die Grube fahre ich mal noch auf alle Fälle. Mach mal fett dran. Das mache ich auf alle Fälle noch. Mir, wie gesagt, tut mir echt leid. Es ist auch, obwohl wenig zu fahren ist, ja, ist jetzt kein Vorwurf oder so. Wir fahren trotzdem mit zwei Tieflader, die halt eigentlich einer machen könnte. Ja, ich hätte gar nichts dagegen, wenn ich mal wieder Kipper fahre. Ist halt einfach ein entspanntes Arbeiten. Und du hast alle Freiheiten. Du kannst beim Metzger anhalten, was ich hier, das vermisse ich so, ne? Es gibt noch einen einzigen Metzger bei uns in der Nähe, da komme ich so selten vorbei, wo ich mit meinem Geschirr hier parken kann. Ach, mit dem Kipper fährst du einfach hin und mal Blinkanlage an. Jo. Ja, ich mach mal Schluss für diese Folge. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, wäre es schön, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet. Ein lieber netter Kommentar. Wie gesagt, nochmal sorry, ich kann halt einfach nicht mehr zeigen. Das Filmen bei dem, ich schweife schon wieder ab, bei der Kranverladung. Die Jungs hätten mit Sicherheit nichts dagegen gehabt, dass ich das ein oder andere filme. Weiß halt nicht, ich habe mit niemandem offiziellen von dieser Firma geredet. Deshalb werde ich da nicht so viel zeigen davon. Leider. Ich habe auch gar nicht so viel. Ich habe nur das aus dem Fahrzeug raus gefilmt. Ja, mehr habe ich auch nicht. Das, was ich draußen, die Ketten, die ich dran gemacht habe, an die Krangewichte, mehr habe ich echt nicht. Ja. Tut mir echt leid. So, Leben geht weiter. Dann bis zur nächsten Folge. Danke mich nochmal fürs Zusehen. Wer es so lange ausgehalten hat. Ja, bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Bis zur nächsten Folge, die hoffentlich wieder etwas Laune macht. Dead. Tschüss. Ich biege rechts ab und guck keinen Meter nach rechts, ne? Anfänger. Aber ich habe ja links im Spiegel gesehen, dass frei war. Lügner!